So, ich schau mal nochmal hier in den Wohnwagen rein. Warum nehme ich eigentlich immer so Schrottwaffen mit? Ist ja kein Wunder, dass wir gleich wieder zu voll sind. Okay, interessant. Kann aber nicht scannen. Okay, hier geht das Kabel lang. Interessant. Stromkabel. Wollen wir mal gucken. 1C. Hier, da und hier ist kein E9 leider. Nehmen wir mal den Weg. Was? Das war doch richtig, oder nicht? Privatsphäre zu legen. Oh, ach, du Hä? redest nicht mehr mit mir. Ist ja nicht so, als hätte ich eine große Auswahl an anderen Gesprächspartnern. Wird mir deine Erinnerungen reinziehen, aber ich will nicht über deinen Hippocampus reiern. Aber mach du dich nur ans Hacken oder was auch immer du sonst vorhattest. Bitte, lass uns vorankommen. Das war doch richtig, oder nicht? Ich verstehe es gerade nicht. 1C. BD. E9. BD. Jetzt hat es funktioniert. Keine Ahnung, ob man das perfekt machen muss oder so. Das war merkwürdig gerade. So, lies die Nachricht. Die Straßen zu den Sternen ist stets von Dunkelheit umhangen und der Weg zum Kollektivismus führt durch ein Meer aus Blut. Wirst du den Schwanz einziehen und dich wieder an die Leine der Konzerne nehmen lassen? Neue Koordinaten auf Karte hochgeladen. Das Signal führt weiter zu einem anderen Terminal. Ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Wird sich zeigen. War genau dein Humor, nicht? Wird sich zeigen. Komm. Kann ich Johnny eigentlich erschießen? Oh ne, geht nicht. Cool. Schön, dass wir da auch rausgefunden haben. Aber dass er dazu nichts sagt, hätten sie vielleicht noch mal da einbauen können. Das wäre auf jeden Fall witzig gewesen. Alter, was ist mit diesem Sandsturm hier gerade los? Es ist so verrückt, ob man da oben auch hochkommt. Es leuchtet so schön orange. Ich glaube fast nicht. Kann ja mal gucken. Hier führt auf jeden Fall das Stromkabel hin. Ah. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Nee, das wird schwierig. Ich weiß nicht, wie das ist mit. Huh, wenn man diese aufgeladenen Sprünge sich geholt hat, wie weit man da dann kommt, vielleicht damit. Aber ja, ich habe ja jetzt nur den Doppelsprung. So, 2,6 Kilometer, also ja, quer durchs Land. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Schnellreise finden. Mitten im Sandsturm. Großartig. Erinnere ich mich direkt wieder an die eine Panem-Mission, wo ich auch im Sandsturm raus musste, um den Strom anzumachen. Yay, das ist die Schnellreise. Wuhu. Obwohl, so weit ist das gar nicht entfernt, aber waren trotzdem irgendwie über 2 Kilometer oder irgendwie so. Merkwürdig. Wahrscheinlich wegen den Badlands. So, für den Rest brauche ich trotzdem noch ein Auto. Immer noch 1,4 Kilometer. Mann, wer stellt denn sein Auto da mitten im Weg ab? Geh doch. So, einmal wenden. Und let's go. Wieder rein in den Sandsturm. Oh Gott. Hilfe. Ja, ich glaube, querfeldein reinzufahren war nicht die beste Idee mit dem Auto. Aber ich bin gleich da. So, mal gucken, wo wir hier reinkommen. Sieht schon wieder so ein bisschen nach Arasaka oder irgendwie so aus. Techniker. Biotechniker, okay.
Interessant. War da nochmal 500 Meter? Hier war doch eben der Punkt. Dann fahren wir halt noch ein Stück. Hier sind wir auf jeden Fall bei den Wettrennen lang gefahren. Das erinnere ich mich noch. Bestimmt müssen wir da oben raufklettern, oder? Ja, sieht mir sehr danach aus. Jo, hier ist schon mal eine Leiter. Und hier surrt es schon. Die Frage ist nur, wo. Oh, hier kann man ja noch weiter hoch. Könnte noch eins höher? Theoretisch. Aber wahrscheinlich muss ich sogar noch ganz nach oben. Na, Johnny? Na, endlich. Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Mit ganz vielen Drohnen. Sieht schon krass aus hier. So, wir müssen eigentlich unseren Router finden. Ist der vielleicht sogar ganz oben? Oder komme ich nicht hoch? Was leuchtet da so? Boah, das Ding ist auch garantiert ganz oben. Oh, jetzt hast du aufgehört. Wo komme ich da ja nicht nach oben? Oder hatten wir hier noch irgendwo eine Leiter? Nein. Oh, da drüben. Schon, wo ist es? Vielleicht da oben. Nein, hier. Fuck. Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. Dann erhärte die mal. So, wir hacken erstmal. Oh, es wird länger. Schön, dass es nicht mal mehr mit einem PT anfängt. Wir laufen mal mit dem an. 1C. 55. Kacke. Das war's nicht. Let's go. Okay, 1C. Sieht schon mal besser aus. Jetzt nicht mehr. Verdammt. Okay, man muss es wohl perfekt machen anscheinend. Komm, drittes Mal. Bringt Glück. Hoffentlich. Yeah, jetzt bin ich wieder mal nicht mit dem Mann. 1C55. Okay, ich glaube, ich muss über den gehen. 1C55. Ah ne, jetzt hab ich's wieder verkackt. Das muss doch gehen. Okay,
Okay, darüber müsste das eigentlich gehen. Ja, geht doch. Meine Güte. So, du kommst näher. Du siehst mehr. Das Nirvana des Marxismus Swedenborgismus ist zum Greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt. Sei tapfer. Oh je. Und? Führt das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt. Das wäre immerhin was dran. Gequirlte Scheiße. Naja, da wäre immerhin was dran. Verdammt nochmal, wie? Das ist doch Philosophie für Kleingeister. Hast du noch nie ein Buch gelesen? Nein, ich will die Antwort gar nicht wissen. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht oder in ein tibetanisches Kloster? Nein, zu einem Vergnügungspark. Aha, wird ja immer besser. Na, ne? Bin gespannt. Ich frage mich, ob der Vergnügungspark ist, wo wir auch schon waren und mit Johnny Achterbahn fahren konnten. Das wäre natürlich witzig. Mal schauen. Ich glaube, dann wird das echt kompliziert. Da muss ich vorher echt nochmal nachgucken. Also vorher nachgucken, bevor ich da irgendwas eingebe. Bei dem Hacken. Wie das Ganze läuft. Weil ich glaube, man hat auch, je häufiger man das macht, desto weniger Zeit hat man dann auch. Und ja, ich glaube, nächste Runde müsste ich da dann auch wieder perfekt machen. Oh. Also mal runtergefallen hier. So. Natürlich wieder 2,5 Kilometer. Dann will ich hier echt durchs ganze Land fahren. So, dann einmal wieder zurück. Ich dachte schon, wir hängen jetzt fest. Nehmen natürlich auch wieder den besten Weg zur Tankstelle. Oh Gott, das arme Auto. So, ich geh mal lieber wieder auf die Straße. Bevor das noch explodiert wie der Caliburn. Vor 100 Folgen ungefähr. So, einmal rüber. West Wind Apartments. Okay, ist auf jeden Fall schon mal nicht bei der Achterbahn. Sondern irgendwo anders. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Na gut. So, das Gebiet ab. Oh, kommen wir hier rein? Oh ne, doch nicht. Okay. 60 Metern, warum musste ich denn da hinten hingehen? Okay, das Gebiet ist auf jeden Fall... Bisschen größer. Ernähre dich der Wahrsager. Der kolonialen Maschinen. Unterdrücker unseres Verstands. Mit? Massenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Warte, was ist denn das? Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an! Das ist zu geil! Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. Wie kann das möglich sein? Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber scheiße, wie abgefahren ist das denn?
Das halbe Netz sieht auch sehr creepy aus. Geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe in einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Will nachsehen, was drin ist? Ja, wir werfen erstmal Geld ein. Mal gucken. Du wirst einen attraktiven Lobbyisten kennenlernen. Okay. Wenn du am wenigsten mit dem Klassenkampf rechnest. Mhm. Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Kann man nochmal einen reinwerfen? Sagst du, was dann? Das Blatt wird sich wenden, wenn die Produktionsmittel von einem endlosen Strom aus Endorphinen betrieben werden. Mhm. Du solltest das aufnehmen, damit wir später noch was davon haben. Er hat recht. Er hat so verdammt recht. Was du sagst, Johnny. Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Hm. Ja, gib mir nochmal eine Zukunft. Ah, okay, cool. Ja. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding umgespielt hat. Dein Ernst? Kapital, meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Frage ist nur, wo untersuchen? Ah, das könnte ich so nochmal scannen, wenn er möchte. Ah, da an der Seite. Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen okay, kannst. Okay, das könnte jetzt schwieriger werden. Mhm. Okay, schauen wir mal. 1C55. BD. E9. Ah, nee, der glaubt, das würde nicht gehen. Warte mal, 1C55. BD. E9. 1C. Ah, da haben wir auch wieder keinen 7A. Okay, wir fangen vielleicht hier ein. 1C. 55. BD. E9. 1C. 7A. Das würde gehen. Oh Gott. Habe ich das jetzt den Namen? 55? Ja doch, müsste der sein. BD, E9, hier rüber, zack. Perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Johnny ist weg. Du bist deinen Spuren gefolgt, wie der gehorsame Köter, der du immer noch bist. Meinst du, das ist Erleuchtung, XD? Du wurdest gespawnt von Sweetie11i3 oder wie so? Und was zur Hölle? Okay, also, wenn ich das richtig verstehe, hat jemand diesen Wahrsagerbot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt. Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Net verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Außer wir. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ach, stimmt. Habe ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, will dir nicht den Spaß verderben. Verbinde dich mit der Wahrsagermaschine, um den Algorithmus zu modifizieren. Hm. Wir können ja erstmal keine Sorge, mit Johnny reden. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lang möge er leben. Ah, schade, ich dachte, ihr könnt nochmal beides machen. Oder? Kann man? Huch. Ich würde mich da nicht anlehnen. Oh, naja. Ich meine. Mhm, natürlich. Ich meine, wie viele Leute machen diese Wahrsager-Sachen in 2077? Gut, es wird sicherlich welche geben, aber naja. So, wir müssen Nancy anrufen. Gucken, was die davon hält. Ah, wie? Lass mich raten. Du rufst an, um mir zu sagen, dass du die Suche aufgegeben hast. Nicht ganz, stimmt. Hab nichts rausgekriegt. Naja, nicht ganz. Wir haben was gefunden. Wir? Hattest du Hilfe? Nein, das war das königliche Wir.
Jedenfalls gibt Swedenborg gar nicht. Bitte was? Ist eine Wahrsagermaschine. Reimt Sätze zusammen, die sich tiefgründig anhören. Jemand hat sie mit dem Net verlinkt und bepisst sich gerade vor Lachen. Scheiße, wie? Oh, die Geschichte ist ja noch besser, als ich dachte. Ich übernehme ab hier. Oh, und deine Eddies sind auf dem Weg. Danke und tschüss. Schön. Oh Mann. So viel Arbeit für eine Wahrsagermaschine. Toll. Aber yay, wieder ein paar Eddies bekommen. Sehr nice.